Ja, logisch. Ach, das ist die Tafel. Ich werde jetzt mal gleich ein bisschen Eisen sammeln. Ich muss mal kurz ein bisschen. Genau. Ja, du gehst mir gerade ganz schön auf den Kranz. Plutonium. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. So. Analysiere binokulare Marke, optische Verbesserung der Kreaturenentdeckungssystem. Ermöglichte es dem Mittelplaneta-Kreatur zu markieren und diese sowie entfernte Wegpunkte und Alienbauten zu identifizieren. Bedienung. Alter. Ja. Zur Bedienung F gedrückt halten. Was? Das heißt, ich muss. Wie komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Das habe ich mir schön eingebrockt. Ja, das sagtest du bereits. Ich würde sagen, warte mal, Taschenlampe. Ich würde sagen. Warte mal, das Raumschiff hat doch größere Kapazitäten, ne? Giftschutz stabilisiert sich. Ich hatte doch Plutonium hier rüber geschmissen, oder nicht? Giftschutz stabilisiert sich. Sammle Zink ein. Giftschutz stabilisiert sich. Geht mir gar nicht auf den Kranz. Nein! Giftschutz stabilisiert sich. Okay. Ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Hilfe! Verstehe. Boah, also mich fasziniert es mega, muss ich sagen. Ich habe nur das Problem jetzt, dass ich nicht zu meinem Schiffchen komme. Boah, was ist das? Das ist schwierig. Emeril neutral. Hatte ich das eigentlich auf der Hand? Emeril hatte ich auf der Hand, okay. Das heißt, das Schiff hat im Prinzip das gesamte Plutonium jetzt aufgebraucht? Ja, also das heißt, ich schubse das nachher gleich wieder rüber. Aber wo kriege ich denn die komischen Platten hier zum Reparieren? Wahrscheinlich an meinem Schiff würde ich es rausfinden. Oder hätte ich es rausgefunden, wäre ich einfach da geblieben und hätte dem Onkel. Ist ja gut. Plutonium einmal rüber, bitte. Eisenoxid. Haben wir noch Platz, ne? Wir nehmen es mal mit, weil hier unten scheinbar. Hä? Ach, das Emeril ist Handelsware. Okay, verstehe. Wow, das ist aber ein fetter Brocken. Ich weiß nicht, inwieweit wir Eisen brauchen werden.
Aber mein Ziel ist es tatsächlich, das Schiff zu erreichen und das herzustellen, was geht. Vielleicht kann ich auch irgendwie diese komischen Platten craften. Ist ja möglich. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Komm schon. Dich kriegen wir klein. Boom! Okay, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, dass ich immer tiefer in die Höhle gehe, was ich eigentlich gar nicht... ...vorhatte. Aber ich bin durch so ein kleines Loch gefallen, ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder rauskomme, ernsthaft. Aber schon geil, dass es sowas überhaupt gibt. Und dadurch, dass hier auch keine Augen unterwegs sind, also diese komischen Wächter, befürchte ich, dass ich hier nicht wieder rauskomme. Okay, Sackgasse. Psst. Und wenn man dann überlegt, das ist einer von 16 Trilliarden Planeten. Plutonium-Isotope. Ich will an die Oberfläche. Wir brauchen unbedingt Zink. Also, ja, Kohlenstoffe halt. Oder sammle ich jetzt hier Kohlenstoffe? Ich meine, am Ende ist es scheißegal. Hauptsache, ich kann meinen Anzug aufladen. Keine freien Plätze im Anzuginventar. Was, voll oder wie? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Lebenserhaltungsenergie? Ist doch nicht niedrig. Erzähl doch nicht sowas. Was habe ich denn gerade zerstört? Okay. Ich komme hier nie wieder raus, Leute. Ich komme hier nie wieder raus. Ich werde jämmerlich verhungern. Iridiumsilikate. Da. Ob ich das schaffe? Nein, schaffe ich nicht. Doch, könnte ich schaffen. Yay, ich bin draußen. Egal, das hat er umsonst. Das hat er jetzt absolut umsonst. Wir sind wieder draußen. Oh, was ist das da? Da hinten ist auf jeden Fall irgendwie eine Base. Verlassenes Gebäude. Wir gehen mal dahin. Wir gehen mal dahin. Da unten ist noch eine Abwurfkapsel. Und wir haben hier endlich wieder... Wir haben immer noch keinen Platz, ne? Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Wir müssen nur irgendwas wegschmeißen, Leute. Es hilft nichts. Raumschiff nicht in Reichweite. Quatsch. Plutonium können wir noch... Ach, wir haben ja Plutonium hier drin. Bullshit, was mache ich denn hier für ein Mist? Titanium, das schicken wir mal rüber. Eisen haben wir jetzt zweimal. Okay. Ach,
scheiß drauf. Da ist sowieso wieder irgendwas drin, was ich bei Technologie entdeckt. Titan. Ach du Scheiße. Wo hatte ich das Titan denn her? Das kam irgendwie aus einem... Dann ist mein... Schiff. Das kriegen wir schon irgendwie. Jetzt gehen wir erstmal zu den beiden Dingen. Hoppala. Und dieses goldene Ding, das wollte ich mal untersuchen. Wenn das jetzt ein Gold... Emeril. Alter Vater, okay. Platz haben wir sowieso nicht mehr, ne? Doch, wir hätten noch Platz. Wir brauchen unbedingt mehr Leistung. Ja, ja, ich weiß. Wir haben noch Zeit. Der überhitzt einfach zu schnell. Wenn ich das mal so sagen darf. Und wo sind die ganzen Tiere? Jetzt weiß ich, wie man Tiere... fällt mir das Wort nicht ein. Analysieren kann. Entdecken kann. Titanium 9. Sehr schön. Titanium. Schicken wir den gleich aufs Schiff? Das schicken wir aufs Schiff. Wow. Was war das gerade? Du hast das Gag-Wort für Gag gelernt. Na, prima. Super. Kann es sein, dass ich schon mal hier war? Scheinbar, ne? War gerade... Achso. Ja, hier waren wir schon. Okay. Wobei, wartet mal, dann können wir uns auch mal ganz kurz aufladen. Dann speichern wir nochmal. Um 11.24 Uhr. Mhm. Jetzt gehen wir mal zu dem verlassenen Gebäude da hinten. Wahrscheinlich war das auch ein Fragezeichen und ich laufe jetzt mehr oder weniger die alte Strecke ab. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Quatsch. 50%. Können wir noch einen Krieg mitgewinnen, Mensch? Doch, da waren wir. Oder? Gucken schadet nicht, ne? Gucken tut nicht weh. Jetpack aufgebracht. Aufgebraucht, ja. Mhm. Doch, es kommt mir sehr bekannt vor. Ja, da waren wir schon. Okay. Schiff. Schiff ist da. Haltet mal die Augen auf nach Tieren. Ich will das unbedingt mal testen. Ne, wir gehen jetzt erstmal zum Schiff. Wir gehen jetzt erstmal zum Schiff und werden das Ding hier mal komplett alles benennen. Ey, hier regnet es aber auch nur, ne? Hm. Wollen wir doch mal gucken, was wir alles reparieren können. Vor allem, ich muss nämlich mal gucken mit diesen uneingelösten Gegenständen. Die Chance auf Zink. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass ich hier nicht wieder hochkomme. Doch müsste eigentlich, ne? Ja, okay, nice. Giftschutz nimmt ab. Ja, ja. Das wissen wir doch alles schon. Schiff, ich bin gleich wieder da. Wir machen dich flott. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das System verlassen, aber... Noch nicht so bald. Irgendjemand hat hier alle Tiere getötet, scheinbar.
gehen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwas reparieren können. Startschubdüse kritisch beschädigt. Wo kriege ich die denn her? Wird das so im Bauplaneten Außenposten? Rein theoretisch, kann ich das nicht analysieren? Stelle Produkt in Inventarplätze her. Ach so. Moment. Haben wir noch Platz auf der Tasche? Nee, haben wir nicht, ne? Tamium. Doch, warte mal. Wieso kann ich das nicht wieder rüber transferieren? Ach so, okay. Pass auf. Karitplatte, Technologiekomponente, ein leichtes Metallprodukt, das häufig Herstellung von... Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie man sie herstellt. Brauche ich Eisen hier? Nee, haben wir ja. Eisen haben wir im Inventar. Noch zwei Außenposten, die fehlen, oder wie? Ach du Scheiße. Umbenennen und hochladen. Ach, da kriege ich mehr Kohle für. 5000 Units. Das ist das System und das ist der Planet. Da kriege ich auch nochmal 2000 Units. Für jedes weitere 1000. Das ist ganz schön viel, muss ich mal so sagen. Und wo kriege ich jetzt diese blöde Platte her? Photonenkanone. Wow. Reise? Achso, na wow. Klasse. Entdeckung. Wo kann ich denn diese komischen Sachen einlösen, von denen er mir erzählt hat? Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Achso, die Führung des Atlas annehmen. Ich versuch's mal. Mal gucken. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität und ich bin mir sicher, dass er mich bald wieder auf dem... Hä? Oh, okay. Natürlich ist es voll. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Woher kriege ich die Dinger? Beim Bau von Planeten ein leichtes Metall, das häufig Herstellung von Schiffsteilen verwendet wird. Ja, ja, Moment. Wir müssen umlagern. Wir packen mal Plutonium hier rein. Ne, Platin ist es ja. Vielleicht muss ich es im Inventar haben, um es bauen zu können. Ich weiß es nicht. Nee, nicht wirklich. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Keine Ahnung. Gedrückt halten.